Was geht ab, YouTube? Ihr seid wieder bei Lüftihop. Ich hoffe, man hört mich. Es ist gerade ein bisschen laut hier im Rhein-Gym. Wir befinden uns im Unterkörpertag-Video zum neuen Goku-Plan, den ich aufgesetzt habe. Zugegeben an meine persönlichen Gegebenheiten. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich möchte mal einen neuen Plan machen. Etwas, mit dem ich mich vielleicht identifizieren kann im Hinblick auf die Dinge, die ich hier in dieser Reihe derzeit beschreibe. Der Plan ist vor allem ausgerichtet für mich, um meinen Deadlift besser zu bekommen, aber auch um generell, wie es bei den meisten Plänen der Fall ist, generelle Kraftentwicklung zu gewährleisten, plus ein gewisses Volumen für mehr generelle Hypertrophie, also einfach die Art Plan, mit der man so die meiste Zeit im Gym über das Jahr mit verbringen möchte. Straight up, Strength Gains, Hypertrophy, Gains machen. In den ersten beiden Videos zum Goku ging es um den Ganzkörpertag und dann darauf folgend den Oberkörpertag. Wie gesagt, heute befinden wir uns im Unterkörpertag. Das heißt, ich mache jetzt gleich noch ein paar Athletik-Aspekte, die noch im Grunde genommen aus der Athletikreihe stammen. Ich bin halt derzeit immer noch im Kaloriendefizit, möchte noch weiterhin an meiner Athletik arbeiten. Das heißt, ich werde gleich ein paar Sprints machen, ein paar Sprünge. Und dann gehen wir zu Squats, dann folgen darauf Bulgarian Split Squats, aka Bulgarian Slut Squats und so weiter und so fort. Werden wir jetzt hier natürlich alles weiter beobachten. Und ansonsten, alle weiteren Infos zum Plan findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr mich also ein bisschen unterstützen möchtet mit 10 Euro, die der Plan kostet, dafür aber etwas Cooles an die Hand bekommt, dann tut das sehr gerne, schaut es euch an. Ich würde mich sehr freuen und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit dem Athletikanteil, damit wir dann auch endlich das Interessante machen können, nämlich Beugen. Achso, bevor wir jetzt erst den Athletikkram machen, gehen wir direkt mal zu jemandem, der uns ein bisschen Action liefert, und zwar dem guten Patrick. Ich blende einfach mal sein Instagram hier unten ein, der hier auch im Rhein-Gym trainiert, ein Footballer, der auch am Insanity teilnehmen wird. Und ja, ich glaube, ich habe wieder mal ein neues Talent entdeckt. Er wird jetzt gleich ganz geschmeidig, easy 240 Kilo im Deadlift wegballern. Er möchte nur ein bisschen, so sich ein bisschen rantasten. Nicht zu schwer heute, deswegen nur 240 Kilo. Schauen wir uns mal an. Patrick, ja. Stell dich vor. Ich bin der Patrick Bösch aus Remscheid. Ich versuche jetzt 240 ohne Gürtel. Er hebt jetzt sein Körpergewicht. The disrespect. Real. Snut. Das war's schon? Jawohl! Digga, Raps RP4, Digga. What up? Okay, das war etwas leger, würde ich mal sagen. Also, ihr könnt euch, ja, könnt gespannt sein auf den Insanity, weil solche Menschen halt da zuhauf rumlaufen und ich bin halt so dazwischen. Ich laufe lieber ein bisschen geradeaus, bin ich besser drin, keine Ahnung. Moritz, du musst deine 240 eintragen. Meine? Seine. Das du hebst noch keine 240. Nein, mach ich beim Bankdrücken, Digga. Boah. Trag mal ein. Ja, du musst es machen. Du hast es ja gemacht. Vielleicht sind wir jetzt voller von neu. So, wir haben hier im Rhein-Gym so eine kleine Tabelle mit Max. Also ihr seht, im Rhein-Gym, es müssen sich mehr Leute von euch anmelden. Weil das, da geht noch mehr, definitiv. 200, achso, 250. Ja. Sorry, not sorry, Tim. Gürtellos, Junge, gürtellos. So, nach Insanity können wir auf jeden Fall updaten. So, jetzt einmal ein flüssiger Übergang von meiner Athletik-Reihe zu dieser Reihe hier. Der liebe Patrick hat mich gerade mal darauf hingewiesen, dass mein Start ein bisschen fucked up ist, beziehungsweise dass mein rechtes Bein immer sehr weit außen landet auf den ersten Schritten. Und jetzt kannst du Patrick mal zeigen, wie man einen relativ intuitiven ersten Schritt hinkriegt, beziehungsweise Start. So, Patrick, es ist dein Moment. Alles klar, wie immer. Hier ist die Startlinie. So, also wir haben jetzt eine imaginäre Startlinie und was machst du mit deinen Knien und deinen Zehen, also wie settest du das Ganze ab? Also normalerweise habe ich ja knapp 5 cm von mir, vom Zeh, ja, dahinter, dann setze ich mein rechtes Knie. Also wir müssen uns vorstellen, dass hier etwa die Linie ist. Genau, ungefähr. Hier wäre es der Kauen, okay, hier vorne ungefähr, dann setze ich meinen Fuß halt dahinter, ja, mein Knie auf, gleich auf Zehenspitzenhöhe, setze dann meine Hand an die Linie, also beziehungsweise kam drunter, spann an, habe das ganze Gewicht auf meinem vorderen Bein. 90 Grad Winkel. Yes. Starten. Zieh rauskommen. Boom.
Ja, ihr habt den Patrick übrigens, das weiß er noch gar nicht, in einem Video in Woche 4 gesehen. Da hat er das schon mal gezeigt. Und ja, das habe ich gerade auch mal ausprobiert. Fühlte sich auf jeden Fall deutlich intuitiver an. Und das setzen wir jetzt mal um. Okay, gut, Problem ist jetzt auch, ich hatte jetzt schon ein paar Sprints gemacht. Dadurch ist die Luft jetzt einfach auch ein bisschen raus und es sind 1000 Milliarden Grad hier drin. Das heißt, es fühlt sich zwar intuitiver an, also fühlt sich gut an, ist auch leichter umzusetzen, das war jetzt das Wichtige für euch. Aber das muss ich jetzt nochmal im nächsten GK-Tag, wo dann wieder Athletikstoff vorher ein bisschen ansteht, umsetzen, weil jetzt mache ich mich einfach nur noch müde. Gefällt mir aber gut in der Umsetzung und vielleicht können wir dadurch noch bisschen die einzelnen Schwächen, die jetzt noch übrig geblieben sind aus der Athletikreihe, nämlich das Untenbleiben, was für mich so ein bisschen aus dem unkonstanten Start heraus gekommen ist, weil ich mal so den Start gemacht habe, mal so. Ja, wenn wir das jetzt noch besser implizieren können und einen Start finden, mit dem ich mich wohlfühle, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Setup, dann kann man da bestimmt noch was rausholen. Und was ich mir auch versuche anzugewöhnen, wie bei Patrick, wie er das auch in dem Woche 4 Video der Athletikreihe gezeigt hat, ist dieses nach hinten werfen der Arme, den Kopf unten zu behalten, einfach um diese Motion unten bleiben zu wollen, länger aufrecht zu halten. Und so ein paar Athletik-Sachen haben wir jetzt noch, aber das werden jetzt nur noch ein paar Sprünge sein. Dazu werden wir uns wieder den Torbogen hier im Rhein-Gym vornehmen, um dort mit den Händen ranzukommen. Und ich glaube, das nächste Ziel wird für mich sein, in der Steigerung mit zwei Händen ranzukommen. Bisher war das nur mit einer Hand möglich, mit relativ viel Anlauf. Jetzt als nächsten Schritt werde ich wahrscheinlich nur einen Schritt Anlauf nehmen und wie gesagt dann zu zwei Händen und so weiter. Also immer das Ziel ein bisschen höher stecken, ohne dass die Zielhöhe an sich sich verändert. Nächstes Mal brauchen wir noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Aber auf jeden Fall gut. Mit viel Anlauf ist es relativ easy. Mit einem Schritt ist schon ziemlich schwer. Nächster Schritt aus dem Stand mit einer Hand. Meter. Basketballkorb sind 3 Meter und 5 Zentimeter. Das ist eine ganz gute repräsentative Höhe, um vernünftig slammen zu können, aber noch nicht, um überkrassen Scheiß zu machen. Insofern, das muss noch leichter gehen. So Sprunggeschichten vorm eigentlichen Training ist natürlich ermüdend, ist aber an sich relativ problemlos machbar, wenn man zumindest verschiedene Ansätze von Training, also hier zum Beispiel Explosivität, Sprungkrafttraining und Hypertrophie und Krafttraining und so weiter alles kombinieren möchte, dann müssen solche Dinge auf jeden Fall vorher geschehen. Wie gesagt, ist dennoch ermüdend jetzt für die Kniebeugen, die jetzt folgen werden. Umgekehrt würde es aber gar keinen Sinn machen, das nur als kleiner Nebensatz. Und jetzt gehen wir endlich in die Kniebeugen. So, sieh mal. Gay! 7x5 Kniebeugen. Auch hier geht es wieder darum, eher Kapazitäten aufzubauen, als jetzt vom Beginn des Plans an großartig zu ballern. Das wird natürlich viel schwieriger, wenn ihr euch dann über die Wochen steigert. Auch für mich wird das der Fall sein. Jetzt erstmal ein relativ lockeres 7x5 Kniebeugen. Okay, so viel zu einem lockeren 7x5 mit 150. Okay, Form ist behindert. Hier sind 1000 Milliarden Grad drin. Kaloriendefizit ist da. Nichtsdestotrotz muss es leichter gehen, weil innerhalb der Athletikreihe hatte ich echt eine gute Phase, in der die Form in den Squats wirklich
wirklich, ja, eigentlich im Grunde vollkommen perfekt war. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass Form bei mir sehr, sehr, sehr stark mit Fitness zusammenhängt. Das heißt, wenn ich sehr ermüdet in einer Einheit bin, dann wird die Form definitiv leiden, beziehungsweise wird in dem Fall werden die limiting, also die limitierenden Faktoren, also die Schwächen, die ihr konkret in einer Bewegung habt, die treten bei mir dann ganz besonders stark auf, wenn ich ermüdet bin, also wie eigentlich bei jedem, sage ich jetzt mal. Aber bei mir sind das dann halt kritische Dinge, die eben auch die Tiefe in der Beuge bedingen. Bei anderen ist es dann einfach nur der Drive in der Bewegung, dass, ja, dass einfach nicht so viel Dampf hinter ist. Und für mich ist das wirklich ein sehr kritischer Punkt, um eine gute Form zu haben, um beweglich genug zu sein. Das ist definitiv jetzt gerade nicht der Fall. Ihr seht, die Hüfte schießt relativ früh raus während der Bewegung. Das macht sich dann bei 150 Kilogramm nicht so stark bemerkbar, weil ich das gut kompensieren kann. Bei einem höheren Gewicht würde das Ganze deutlich schlechter aussehen. Aber machst du nichts, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja diese vielen Sätze jetzt eingebaut, damit ich eben wieder eine gewisse Kapazität aufbauen kann. Ist dann natürlich besser, wenn ich demnächst mal aus dem Kaloriendefizit wieder raus bin. In dem Gewichtsbereich gibt es trotzdem nicht so viele Excuses. Das heißt, es muss jetzt die nächste Woche besser werden. Das heißt, ich werde für nächstes Mal keine so große Steigerung im Gewicht vorsehen. Wahrscheinlich nur 2,5 oder 5 Kilo. Aber dann erwarte ich trotzdem, dass das besser durchgeht. Vielleicht mache ich am Wochenende nochmal einen kleinen Refeed oder so, wie auch immer. Problem ist definitiv im Moment auch, dass wie ich im, ich glaube, letzten Video der Athletikreihe in Woche 7 erwähnt haben werde, dass meine umgebende Schulterblattmuskulatur, wahrscheinlich der Rhomboideus, ich weiß es nicht genau, ich hatte vor ein paar Jahren, habe ich mal sehr schlauerweise mit 140 Kilo Rudern gemacht, weil Rudern ist einfach eine Übung, die ich schon immer richtig gut konnte, die ich richtig gern gemacht habe. Und dabei habe ich mir ja, höchstwahrscheinlich einen Muskelfaserriss zugezogen. Ich bin damit nicht beim Arzt gewesen. Hat das dann ein paar Wochen gedauert, bis das wieder weg war. Ist aber nie ganz weggegangen. Ich denke mal einfach aufgrund des Umstandes, dass sich da dann Narbengewebe bildet und so weiter. Das war einfach immer eine Stelle, die recht empfindlich war, die sich jetzt nach ein paar Jahren jetzt wieder während des Athletiktrainings gemeldet hat, höchstwahrscheinlich durch die Kombination von sehr hohen Gewichten und schnellen Bewegungen, was normalerweise kein Problem ist, aber wenn du halt eben eine Vorgeschichte hast, die dich in einem bestimmten Rahmen limitieren kann, und das habe ich jetzt gemerkt, dass wenn ich explosive Geschichten mache, ich vielleicht nicht zu schwer trainieren sollte in diesem Moment. Das gilt aber dann halt eben nur für mich, weil ich ja schon voreingeschränkt bin, weil auf der gegenüberliegenden Seite ist nichts. Und das führt jetzt auf jeden Fall dazu, dass ich höchstwahrscheinlich die Trap Bar Pulls, die gleich anstehen, nicht machen können werde. Ich werde trotzdem einfach bis zum Gewicht hochgehen. Das geht, auch damit es hier im Video drin ist, denn das steht ja auch im Plan drin. Und im Plan werdet ihr sehen, dass die Trap Bar Pulls für Triples gemacht werden. Und das einfach um in diesem ganzen Gefüge des Plans, dass er auf Kapazitätsaufbau, Volumen, Akkumulation und so weiter ausgelegt ist, oder beziehungsweise halt ein Mix aus diesen Dingen. Die Trap Bar Pulls sollen die eine Komponente bilden, in der wirklich schwer gehoben wird, einfach um ja, auf neuronaler Ebene noch ein paar Anpassungen zu generieren und um dann auch nach der Recovery Ende der Woche, die dann halt in die nächste Woche übergeht, am ersten Tag wieder Conventional Deadlifts machen zu können. Und dadurch, dass wir dann die schweren Pulls hatten, sollten die Volumen-Deadlifts sich ziemlich leicht für uns anfühlen. Also das sind alles so Komponenten, die ich eben miteinander kombiniert habe. Leute, ich habe Komponenten miteinander kombiniert. Ja. Long story short, ich werde die Trap Bar Pulls nicht machen können, wahrscheinlich. Ich zeige sie jetzt trotzdem. Und dann gehen wir mal so langsam Richtung Ende des Trainings. Okay, das muss reichen. Also es ging jetzt an sich noch, aber es war trotzdem immer dieses Low-Key-Gefühl, als würde gleich der Muskel abreißen. Deswegen, gut, das waren jetzt einmal 190 Kilo. Die Trap Bar wiegt 40, 41, 42 Kilo, whatever. Aber egal, ihr habt sie jetzt gesehen. So in etwa wird sie gemacht, ist jetzt auch nicht so schwierig. Und normalerweise wäre es ein 5x3 gewesen, glaube ich. Wisst ihr Bescheid? Und hoffen wir mal, dass sich das jetzt die nächsten Wochen wieder erledigt. Jetzt ist mal die Geheimtipplösung für die Bulgarian Slot Squats. Oh, killer! Genius! Okay, wie zu erwarten, das war so ziemlich das beste Setup für Bulgarian Split Squats oder Slut Squats, das ich jemals hatte. Insofern nochmal
Vielen Dank, hat gut funktioniert. Bin immer noch weak, aber die Übung habe ich für mich persönlich drin, weil ich mir einbilde, davon immer einen sehr guten Übertrag auf den Squat zu haben. Jetzt kann man halt diskutieren, okay, wie viel Übertrag hast du jeweils von unilateralen auf bilaterale Übungen und so weiter. Aber bei mir geht es eher darum, dass ich halt wirklich unten komplett in den Stretch komme, dass die Adduktoren in die Übung mit involviert werden. Und da ich eben von der Fitness sprach, die bei mir die Beweglichkeit voraussetzt, denke ich mal, dass es bei mir damit zu tun hat, dass wenn ich natürlich meine Innenseite der Oberschenkel stärke und mehr mit involviere, sind sie natürlich fitter in einem normalen Squat. Das wäre jetzt für mich so der Übertrag, den ich herstellen würde. Und deswegen bilde ich mir, wie gesagt, ein, mit Bulgarian Split Squats besser zu sein im normalen Squat. War's gut. Mal abgesehen davon, dass es eine super Übung ist, um zusätzliches Volumen zu generieren und so weiter und so fort. So, jetzt gibt es noch ein paar Hamstring-Übungen, denn wie ihr wisst, meine Hamstrings sind nicht gut. Und ich denke, das ist auch ein ganz starker Indikator, weswegen mein Deadlift so schlecht ist. Neben meiner, naja, schlechten Körperstatur für den Deadlift, ist ja auch egal, aber ich denke, da kann ich noch einiges rausholen. Deswegen gibt es gleich Nordic Hamstring Curls, die sind ziemlich ekelhaft. Und im Anschluss noch ein paar klassische, normale Hamstring Curls an der Maschine, um noch ein bisschen Volumen aufzubauen. Füllen. Auch hier wiederum natürlich alles auf mich zugeschnitten, aber ich denke, es gibt viele Leute, die sich darin wiedererkennen. Insofern, vielleicht ist der Plan was für dich, du weißt, in der Beschreibung. Also noch mehr, also ja. Ja? Ja. Oder ruhig nur mit Schuhen, aber das da alles. So, das war's mit diesem Video. Unüberraschenderweise war der Unterkörpertag der ersten Woche des des Goku auf jeden Fall der härteste Trainingstag. Aber wenn ihr euch an die Athletikreihe erinnert, dann wisst ihr, dass das Ganze sehr ähnlich begonnen hat. Die erste Woche war todesanstrengend und danach hat man eben die nötigen Kapazitäten entwickelt, um wirklich das Maximum aus dem Trainingsplan, den man sich vorgenommen hat, umzusetzen. Ich denke mal, genauso wird es ebenfalls sein. Spätestens, wie gesagt, wenn ich aus dem Kaloriendefizit raus bin. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Bislang muss ich echt sagen, ich hatte das noch nicht so, dass ich einen Trainingsplan erstellt habe und dann während des Trainings, also des Ausübens des Trainingsplans, gemerkt habe, damn, das ist richtig gut aufeinander abgestimmt. Also jetzt mal no shit, nicht nur, weil ich den euch für einen Zehner anbiete, was jetzt wirklich nicht ein Preis ist, wo man sagen kann, okay, natürlich findest du den Plan ganz toll gerade. Nee, ich finde es wirklich bislang alles sehr gut aufeinander abgestimmt und bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, gönnt euch alle weiteren Infos zum Plan in der Beschreibung und gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben oder nach unten, whatever, Hauptsache eine Reaktion für besseres Ranking. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr bislang von der Reihe so haltet. In diesem Sinne, hit that like button, share that shit, do whatever with it und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, abonnieren und montieren. Peace!